Merkur zu den Leistungen Martin Luthers. Eine kurze Provokation. Allein durch den Bezug auf die Schrift wollte Luther den Menschen seiner Zeit einen Zugang zu den Inhalten und Werten der Bibel in ihrer Muttersprache und ohne jeden Vermittler der Obrigkeit schaffen. Diese Leistung Luthers kann man im Kontext des 16. Jahrhunderts gar nicht überbewerten. Was für ein mutiger Mann und rebellischer Geist. Wir können Werte wie Güte, Liebe und Demut vor dem Schicksal des Nächsten jedoch nur dann praktizieren, wenn wir die ökonomische Grundlage dafür gelegt haben. Leistung ist notwendig in allen Gesellschaftsformen. Dies gilt für jede Zeit, Luthers wie auch für die unsere. Wir können abends nur das verteilen, was wir morgens erwirtschaftet haben. Werteschaffende Arbeit ist Grundlage jedes menschenwürdigen Lebens. Über die Art und Umfang der Arbeit sowie die Verteilung der Früchte der Anstrengungen haben die Menschen schon immer diskutiert, gestritten, gekämpft und getötet. Selbst in meinem jungen Leben spüre ich bereits diese Widersprüche. Ein reiner Bezug auf die Schrift hilft mir da nicht weiter. Eine kritiklose Auseinandersetzung mit der Leistung des Martin Luthers ist jedoch gefährlich. 3 Jahre vor seinem Tod, 1546, verfasste Martin Luther seine Abhandlung von den Juden und ihren Lügen. Zum ersten Mal gedruckt und erschienen hier in Wittenberg. Von Altersweisheit ist da keine Spur. Statt religiöser Toleranz nur weltanschaulicher Alleinvertretungsanspruch, Hass und Aufruf zu Gräueltaten. So überraschte es mich nicht, herauszufinden, dass sich Faschisten während der Zeit des Nationalsozialismus ausdrücklich auf Martin Luther bezogen, der ihnen ja riet. Erstlich, dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke. Zum Zweiten, dass man ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Und schließlich, am Ende dieser Schrift von Martin Luther heißt es, unseren Oberherrn, die Juden unter sich haben, wünsche ich und bitte, dass sie eine scharfe Barmherzigkeit gegen diese elenden Leute üben wollten. Wie die treuen Ärzte tun, wenn das heilige Feuer in die Knochen gekommen ist, fahren sie mit Unbarmherzigkeit zu und schneiden, sägen, brennen Fleisch, Adern, Knochen und Mark ab. Also tue man hier auf. Verbrenne ihre Synagogen, verbiete alles, was ich droben erzählt habe, zwinge sie zur Arbeit und gehe mit ihnen nach aller Unbarmherzigkeit um, wie Moses in der Wüste tat, der 3000 totschlug. Diese Leistung Luthers ist eine Provokation aller Menschen, gleich welcher Weltanschauung. Somit möchte ich mit meinem Wettbewerbsbeitrag auch eine einseitige Leistungsdarstellung Martin Luthers verhindern. Mehr noch, nahezu alle Bereiche des Alltagslebens in der Lutherstadt Wittenberg sind angesichts des 500-jährigen Reformationsjubiläums mit der Persönlichkeit Luthers besetzt worden, ohne seine Gestalt in ihren Widersprüchen zu zeigen. Luther, ein Mensch des 16. Jahrhunderts, wird zur Förderung des Tourismus, zum Stadtmarketing und der lokalen Folklore, zum Beispiel Luthers Hochzeit, missbraucht. Ganz im Sinne einer übertriebenen Leistungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts wird kulturelles Erbe zu möglichst viel Geld gemacht. Hat sich Luther aber nicht gegen den Ämterkauf und Ablasshandel, kurz gegen die Kommerzialisierung des Glaubens gewandt? Auch von diesen Missständen fühle ich mich als junger Mensch provoziert. Denn eines wird durch die Überhöhung der Figur des Martin Luther allemal deutlich. Wir haben eine Geschichte in unserer Stadt, aber gibt es auch eine leistungsfähige wirtschaftliche Basis für unsere Zukunft?